Hallo. Jo, schön, dass ihr da seid zu letzten regulären Vortrag. Und neben mir steht Annelene. Danke, dass du da bist. Und sie wird euch jetzt ihre Masterarbeit vorstellen. Und viel Spaß. Hallo, morgen. Mit dem Satz, wir sind nicht behindert, wir werden behindert, lässt sich die in die Politik eingebrachte Kernaussage und damit verbundene Forderung der Disability Studies zusammenfassen. Und innerhalb dieser Disability Studies verorte ich meine Forschung, die ich euch heute vorstellen möchte. Die Disability Studies sind eine interdisziplinäre Forschungscommunity, die historisch aus der Selbstvertretungsbewegung von Menschen mit einer vornehmlich Körperbehinderung entstanden sind. Die Disability Studies konstituieren sich um die Erkenntnis, dass es sich beim Phänomen Behinderung nicht um eine objektive medizinische Diagnose oder Pathologie handelt, sondern Behinderung wird stattdessen betrachtet als ein Ergebnis historischer, sozialer und kultureller Ausschließungs-, Grenzziehungs- und Unterdrückungsmechanismen. So werden bestimmte körperliche, kognitive, sprachliche, emotionale oder Verhaltenseigenschaften von der Gesellschaft als negativ andersartig wahrgenommen und aus dem Bereich der Normalität exkludiert. Körper, Subjekt und Wissen werden in den Disability Studies als historische und kulturell geformte Phänomene betrachtet. Während innerhalb der Disability Studies aber die Dekonstruktion vor allem von Wissen über Körperbehinderung im Vordergrund steht, historisch bedingt, beschäftige ich mich in meiner Arbeit mit den Produktionsbedingungen von Wissen über geistige Behinderung. An dem Begriff der geistigen Behinderung gibt es viel Kritik. Die Grenzen, wann und mit welcher Diagnose jemand darunter fällt, sind schwammig und auch historisch variabel. Die Alltagskategorie ist so breit gefächert und ungenau definiert, dass sie eigentlich kein Orientierungswissen bieten kann. Und trotzdem ist die Kategorie im Alltag sehr wirkmächtig. Sie hat für die so bezeichneten Subjekte radikale Konsequenzen. Denn das Label bedeutet trotz aller heutigen Inklusionsbemühungen für sie noch immer zumeist den Eintritt in eine sogenannte Sonderwelt, also erst den Besuch der Sonderschule, die Arbeit in der Werkstatt für behinderte Menschen, in institutionalisierten Wohnheimen. Genau. Meine zentrale Annahme für meine Forschung ist also den Disability Studies folgend. Es gibt nicht das Wissen über geistige Behinderung, sondern geistige Behinderung ist eine Wissenskategorie, die in verschiedenen Kontexten ausgehandelt wird. Bevor ich aber auf die Aushandlungsprozesse geistige Behinderung zu sprechen komme, möchte ich noch was zur Verwendung dieses Begriffes sagen. Die Bezeichnung als Mensch mit geistiger Behinderung wird im Feld von den so bezeichneten Menschen als diskriminierend abgelehnt. Sie fordern, als Menschen mit Lernschwierigkeiten bezeichnet zu werden. Jetzt stehe ich in meiner Forschung vor dem Dilemma, dass der Begriff der geistigen Behinderung im Feld aber trotzdem immer noch gebraucht wird und mein Interesse eigentlich gerade dieser diskriminierenden Alltagskategorie und wie sie hergestellt wird, gilt. Und ich habe mich jetzt für den Vortrag dafür entschieden, dass, wenn ich von der abstrakten Kategorie spreche, dass ich beim Begriff der geistigen Behinderung bleibe, dass ich aber aus Respekt vor den Menschen, die diesen Begriff für sich ablehnen, wenn ich von konkreten Menschen spreche, sie mit Menschen mit Lernschwierigkeiten bezeichne. Wir können aber über diese Lösung gerne im Anschluss noch kritisch diskutieren, weil ich dieses Begriffsproblem für meine Masterarbeit auch noch klären muss. Vielleicht hat ja jemand gute Ideen. Genau. Bei der Forschung, die ich euch heute vorstelle, handelt es sich nämlich um meine Masterarbeit, die gerade noch im Entstehensprozess ist. Meine Ergebnisse sind also erste Ergebnisse, die ich in den nächsten Wochen noch weiterentwickle, und auch das Gesamtkonzept ist noch in der Entwicklung und verhandelbar, was ich gerne im Anschluss mit euch zusammen mache.
Genau. Aber bis dahin zurück zur Untersuchung, wie Wissen über geistige Behinderung ausgehandelt wird. Um die Herstellung der Wissenskategorie erforschen zu können, habe ich mich also gefragt, in welchen Kontexten ich erwarten könnte, dass Wissen über geistige Behinderung regelmäßig ausgehandelt wird, sodass ich es dort beobachten kann. Ich habe mich dann für das Feld der sogenannten leichten Sprache entschieden, die ich euch jetzt vorstelle. Leichte Sprache ist ein Konzept zur Vereinfachung von Sprache, das intendiert, barrierefreien Zugang zu Informationen zu ermöglichen. Zur Übersetzung von Standardsprache in leichte Sprache wird ein Regelwerk verwendet. Und in diesem Regelwerk sind Übersetzungsregeln auf Wort, auf Satz, auf Textebene und für die grafische Gestaltung festgeschrieben. Hier auf der Folie seht ihr ein Beispiel für einen Auszug aus diesem Regelwerk. Also, es sollen kurze Sätze geschrieben werden und jeder Satz soll dabei nur eine Aussage enthalten. Aus "Wenn Sie mir sagen, was Sie wünschen, kann ich Ihnen helfen" wird "Ich kann Ihnen helfen. Bitte sagen Sie mir, was wünschen Sie?" Und auf der anderen Seite der Folie seht ihr ein Bild aus dem Feld von der klassischen Übersetzungssituation, die ich beobachtet habe. Die Prozedur der Übersetzung ist dabei nämlich genauso konstitutiv für die leichte Sprache wie die Verwendung des Regelwerks. Also Auftraggeberinnen geben ihre Texte, die sie übersetzt haben möchten, an Büros für leichte Sprache. Und hier übersetzen dann Menschen ohne Lernschwierigkeiten unter Bezugnahme auf dieses Regelwerk Standardsprache in eben diese leichte Sprache. Deswegen werden diese Menschen im Feld und jetzt auch hier im Vortrag als ÜbersetzerInnen bezeichnet. Und im Anschluss an den Übersetzungsprozess sollen die Texte eben von Menschen mit Lernschwierigkeiten Probe gelesen und auf Verständlichkeit getestet werden. Deswegen werden die Menschen mit Lernschwierigkeiten, die hier die Texte Probe lesen, als PrüferInnen bezeichnet. Leichte Sprache ist historisch aus der Selbstvertretungsbewegung von Menschen mit Lernschwierigkeiten entstanden und adressiert deshalb hauptsächlich diese als Zielgruppe. Und damit verbunden war immer der emanzipatorische Anspruch aufzuzeigen, dass quasi nicht der Mensch das Problem ist, sondern die Sprache. Wie hängt meine Fragestellung also mit dieser leichten Sprache zusammen? Mit ihrer Zielsetzung, dass sie Menschen mit Lernschwierigkeiten Zugang zu Informationen erleichtert, muss in der leichten Sprache also gemeinsam Wissen darüber hergestellt werden, wie die Gruppe Menschen mit Lernschwierigkeiten die übersetzten Texte am besten versteht. In der Beforschung der genannten Übersetzungsprozesse von Standard in leichte Sprache habe ich also vermutet, Zugriff auf Aushandlungsprozesse zu bekommen. Zu Aushandlungsprozesse über verschiedenes Wissen über geistige Behinderungen. Welche Kompetenzen, welche Interessen, Einschränkungen werden den so bezeichneten Menschen zugesprochen, wenn überlegt wird, wie die Texte für die Zielgruppe verständlich übersetzt werden können? Ich habe mich also ins Feld begeben und habe über 3 Monate einmal pro Woche eine teilnehmende Beobachtung in einem freiwilligen Projekt zur leichten Sprache durchgeführt, in welchem ich auch Audioaufnahmen gemacht habe, die mir jetzt als Transkripte vorliegen. Im Forschungsstil der Grounded Theory, mit dem ich an meine Arbeit herangegangen bin, geht man in so kreishaften Bewegungen zwischen einer Erhebung, einer Auswertung, der theoretischen Einbettung und wieder der nächsten Erhebungsphase und so weiter vor und lässt sich quasi die Notwendigkeit von einem neuen Erhebungsschritt von den Daten vorschreiben oder von den Daten aufdrängen. Genau. Zu Beginn meiner Erhebung bin ich, wie erwähnt, mit der Erwartung ins Feld gegangen, dass in der Erstellung von Sätzen in leichter Sprache Aushandlungen darüber stattfinden, welche Kompetenzen, welche Einschränkungen, welche Interessen Menschen mit Lernschwierigkeiten zugeschrieben werden. Nach einigen Wochen der Feldteilnahme
konnte ich jedoch die erste Erkenntnis mitnehmen, dass diese expliziten Aushandlungsprozesse in diesem Feld nicht stattfinden, weil zum Beispiel auch der Begriff eben politisch abgelehnt wird und man diese Differenz zwischen Menschen mit und ohne Lernschwierigkeiten eigentlich zu vermeiden versucht. Und obwohl nicht explizit ausgehandelt wird, können die Akteure dennoch über die übersetzten Ergebnisse diskutieren und irgendwie zu einem von allen geteilten Ergebnis kommen. Ich habe mich dann gefragt, ob in der konkreten Situation vielleicht gar keine Wissensproduktion stattfindet. Ob diese Wissensarbeit vielleicht schon vorher gemacht wurde und quasi schon in den Regeln drinsteckt und die Regeln hier quasi einfach nur noch angewendet werden, ohne dass überhaupt Wissen über geistige Behinderung benötigt wird oder aktiviert werden muss. Genau, vielleicht wird hier einfach nur stur übersetzt. Und um das zu testen, habe ich dann quasi von der teilnehmenden Beobachtung in die beobachtende Teilnahme gewechselt und habe diesen Übersetzungsprozess anhand der Regeln selber mal ausprobiert. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich die Bedeutung des Regelwerks überschätzt habe. Also die Regeln sind zwar sehr streng und sehr genau, bei der Übersetzung von Standardsprache in leichte Sprache handelt es sich aber trotzdem nicht um eine reine Regelanwendung, die auch maschinell erfolgen könnte. Stattdessen lassen die Regeln viel Spielraum für verschiedene potenzielle Formulierungen und Satzkonstruktionen. Außerdem geht mit der Übersetzung in leichte Sprache auch immer eine inhaltliche Reduktion und Elementarisierung einher. Und diese Elementarisierung der Informationen wird von den konkreten Übersetzerinnen und Übersetzern in der Situation geleistet. Daher wird von diesen Übersetzenden Wissen benötigt, das über das Wissen der Regeln hinausgeht. Genau. Das heißt, es hat mich dazu gebracht, mich zu fragen, woher kommt denn dieses Wissen speziell der Übersetzenden? Wo haben die das her? Warum können die mehr Wissen anwenden, als die Regeln ihnen vorgeben? Genau, und um mich dieser Frage anzunähern, habe ich dann teilnarrative Expertin-Interviews mit LeiterInnen von Übersetzungsbüros geführt und Daten herangezogen, die ich in der Schulung und in der Tagung zur leichten Sprache erhoben habe. Genau. Wie vorhin erwähnt, arbeite ich in meinem Projekt im Forschungsstil mit der Grounded Theory. Und das Ergebnis dieser Forschungsrichtung ist die regelgeleitete, die kontrollierte und prüfbare Entdeckung von Theorie aus den Daten. Deshalb sind meine Ergebnisse, die ich euch jetzt vorstelle, als erste Theorieansätze zu betrachten, die in meinen Daten begründet liegen und die ich über Kategorienbildung aus diesen Daten heraus abstrahiert habe. Und das Zusammenhangsgefüge, in das ich das gebracht habe, stelle ich euch jetzt vor. Genau. Als erste Erkenntnis zeigen meine Daten, dass die zentrale Wissensform, die zur Konstruktion der Wissenskategorie der Lernschwierigkeiten oder geistigen Behinderung im Bereich der leichten Sprache aktiviert wird, dass das implizites Erfahrungswissen ist. In den Interviews zeigt sich, dass die Menschen, die im Bereich der leichten Sprache als Übersetzende arbeiten, aus dem von ihnen so bezeichneten Behindertenbereich kommen. Als Voraussetzung für die Arbeit als Übersetzerin wird gesehen, dass man in der Vergangenheit schon einmal Erfahrung mit Menschen mit Lernschwierigkeiten gesammelt hat. Die leibkörperliche Erfahrung wird als konstitutiv für die Arbeit in der leichten Sprache betrachtet. Also man muss nicht etwa ein Medizin- oder ein Psychologiestudium absolviert haben und mit den Implikationen verschiedener Syndrome, Behinderungsformen oder mit den ICD-10-Kategorisierungen vertraut sein. Vielmehr wird erwartet, dass man was mit Menschen mit Lernschwierigkeiten zu tun hatte und es wird immer so formuliert, dass die Menschen dafür sensibilisiert werden müssen. Also sie müssen es nicht etwa kognitiv wissen, das, oder kognitiv lernen, das Wissen über Menschen mit Lernschwierigkeiten, wie zum Beispiel die Regeln, sondern sie müssen sensibilisiert werden.
Genau. Was bedeutet das jetzt für meine Fragestellung? Also wir haben hier in der Situation eine Übersetzerin, die über implizites Erfahrungswissen mit Menschen mit Lernschwierigkeiten verfügt. Und dieses informelle Wissen versperrt sich jedoch eigentlich einer abstrahierenden Thematisierung. Implizites Wissen kann nicht ohne eine begriffliche Überformung einfach expliziert und zu einer Kategorie abstrahiert werden, weil es eben an die leibkörperliche Erfahrung der Person gebunden ist und schwierig expliziert werden kann. Es wird aber für die Übersetzung in die leichte Sprache eben genau diese abstrahierende Thematisierung benötigt, weil ja hier eben ein generalisierter Leser, eine generalisierte Leserin adressiert werden soll. Leichte Sprache soll ja von der abstrakten Kategorie der Menschen mit Lernschwierigkeiten verstanden werden. Und da kommt es zu einem Gegensatz quasi oder zu einem Problem, zum Handlungsproblem. Meine Frage übersetzt sich also in der konkreten Prüfsituation von, wie wird allgemein über geistige Behinderung gesprochen oder sie konstruiert, hinzu, wie wird in der konkreten Situation gemeinsam mit den Prüferinnen und Prüfern ein Text produziert, der auf sicherem Wissen über geistige Behinderung fußt. So, in meinen Ergebnissen deutet sich jetzt an, dass sich die Wissensproduktion im Feld der leichten Sprache als Typenbildung beschreiben lässt. Mit dem Erfahrungswissen und mit den in der Interaktion mit den konkreten Menschen mit Lernschwierigkeiten bilden die Übersetzenden in einem kontinuierlichen Prozess einen Typus vom Menschen mit geistiger Behinderung aus, der in jeder Situation weiter ausdifferenziert und verfeinert wird. Die Übersetzenden können sich in der Übersetzungspraxis dann an diesen Typus orientieren, sich auf diesen rückbeziehen. Und das macht sie dann eben für das aufgezeigte Problem handlungsfähig. Sie können jetzt Sätze formulieren, von denen sie ausgehen können, dass sie von der abstrakten Gruppe von Menschen mit Lernschwierigkeiten verstanden werden. Auch dann, wenn sie eben nur einen konkreten Menschen mit Lernschwierigkeiten mit einer Sichtweise und einem Kompetenzset in ihrem Büro haben und mit diesem zusammenarbeiten. Das kann man vor allem betrachten in Situationen, in denen es zum Nichtverstehen kommt. Also wenn ein Prüfer oder eine Prüferin einen Einwand hat mit dem übersetzten Satz und sagt, ich verstehe das nicht, wir müssen es anders formulieren oder so. Genau. Da lässt sich nämlich beobachten, dass es nicht direkt zur Abänderung eines Satzes kommt oder des Textes kommt. Es wird nicht sofort die leichtestmögliche Version gewählt. Stattdessen wird an manchen Stellen auch die Option gewählt, dem konkreten Menschen mit Lernschwierigkeiten den Satz beispielsweise durch ein anderes Medium zu erläutern. Die Daten lassen vermuten, dass es zu einer Abänderung des Textes, fahren Sie mit dem öffentlichen Nahverkehr, zu fahren Sie mit Bus und Bahn, kommt, wenn eine Nichtverstehenssituation als behinderungstypisch bewertet wird. Also entweder dem gebildeten Typus entspricht oder in den Typus quasi als den Typus verfeinernd aufgenommen wird. Genau, dann wird der Satz abgeändert zu fahren Sie mit Bus und Bahn und diese Info in den Typus eingebaut. Ah ja, öffentlichen Nahverkehr müssen wir übersetzen mit Bus und Bahn. Auf andere Erläuterungsformen, wie hier im Beispiel das Zeigen eines Bildes einer Bahn, wird zurückgegriffen, wenn das Nichtverstehen als atypisch, als durch individuelle Erfahrungen oder nicht gemachte Erfahrungen bedingt betrachtet wird. Es muss also eine Entscheidung getroffen werden, ist mein Typus robuster als die Erfahrung, die ich mit dem konkreten Mensch mit Lernschwierigkeiten in der Situation mache, oder muss der Typus verfeinert werden? Wie wird jetzt diese Entscheidung zwischen diesen beiden Wegen getroffen?
Es lässt sich in den Daten eine Art Inspektionsgang beschreiben, durch welchen Übersetzende behinderungsbedingtes Nichtverstehen von individuell bedingtem Nichtverstehen unterscheiden wollen. Hier fällt die Schwierigkeit der Trennung von Individualität und Lernschwierigkeiten ins Gewicht. Behinderungserfahrung ist ganz essentiell mit der Person und ihren Lebenserfahrungen verbunden. Es handelt sich nicht, wie etwa bei der Beteiligung von Studierenden, um eine Rolle, in die man rein und aus der man rausschlüpfen kann, sondern Behinderungserfahrung ist eng verwoben mit der Identität. Daher wird das oben erwähnte Erfahrungswissen gebraucht, um diesen angedeuteten Inspektionsgang behinderungsbedingt oder individuell bedingt durchzuführen. Die Übersetzenden versuchen, durch verschiedene auf Erfahrungswissen beruhende Strategien, wie man weiß, an welchen Stellen man nachfragen muss, oder man bezieht den Sachverhalt auf konkrete Erlebnisse aus der Lebenswelt. Damit versuchen sie zu prüfen, ob das Nichtverstehen hier eben behinderungsbedingt oder individuell bedingt ist. Und hier wird die oben erwähnte leibkörperliche Sensibilität, die im Erfahrungswissen steckt, aktiviert, um herausfinden zu können, ob jetzt gerade etwas wirklich verstanden wurde oder das Problem vielleicht zum Beispiel gerade einfach nicht verbalisiert werden kann. Und da braucht man eben dann so diese leibkörperlichen Skills wie, ich muss jemanden genau anschauen, ich muss abwarten, ob noch was kommt, oder ich muss auch die Kompetenz entwickelt haben, ungewöhnliche Intonationen von Sprache verstehen zu können. Genau. Interessant ist jetzt auch die Rolle, die der konkrete Mensch mit Lernschwierigkeiten im Übersetzungsbüro in diesem Typisierungsprozess spielt. In den Beteiligungsprozessen wird nämlich gefragt, verstehst du das? Und wird nicht gefragt, verstehen das Menschen mit Lernschwierigkeiten? Und wenn man sich überlegt, wie würde so eine, nochmal das Beispiel, so eine Beteiligung von Studis funktionieren, ist das eigentlich eine ungewöhnliche Frage. Man würde Studis fragen, wie sehen denn sie als Studierende das? Genau, und damit sehe ich da so eine passive Rolle, den Menschen mit Lernschwierigkeiten in diesen Abstraktionsprozess einnehmen können, indem sie nämlich zum Lernen am Modell beteiligt werden. An ihnen schärft sich also der Typus der Übersetzenden. Er wird hier immer wieder neu überprüft und ausdifferenziert. Und umso interessanter ist vor dem Hintergrund dieser Modellbildung, wie denn diese Prüfgruppe, die hier sitzt, wie die zusammengesetzt wird. Hier lässt sich nämlich erkennen, dass diese Auswahl nicht explizit und bewusst heterogen gestaltet wird, was man zum Beispiel durch die Auswahl von Menschen mit unterschiedlichen zugeschriebenen Diagnosen machen könnte, sondern die Büros sind stattdessen meist an sogenannte Werkstätten für behinderte Menschen angegliedert. Und aus diesen werden die Menschen nach dem Kriterium, wer hat Spaß an Sprache, ausgewählt. Was die Prüferinnen und Prüfer hier also eigentlich auszeichnet, ist die gemeinsame Sozialisationserfahrung. Sie sind nicht Stellvertreter eines durchschnittlichen Behinderten oder eines durchschnittlichen Menschen mit Lernschwierigkeiten, sondern sind Menschen mit Werkstattsozialisation, also mit Sozialisationserfahrung in stark institutionalisierten Kontexten. Genau. Also bisher habe ich auf meine Frage, wie Wissen über geistige Behinderung in der leichten Sprache hergestellt wird, herausgefunden, dass es sich um einen Typisierungsprozess handelt, in dem informelles, leibkörperliches Erfahrungswissen eine große Rolle spielt und der konkrete Mensch mit Lernschwierigkeiten als Modell zur Typenverfeinerung herangezogen wird. Und als nächsten Schritt, und das ist aber erst noch total spekulativ, aber ich habe mir überlegt, ob ich diesen Werkstattpunkt noch weiter verfolge und ob ich mir die Frage stelle, ob über die Verwendung dieser Wissensform, des informellen Wissens, ob es da zu einem
Bias in der Erstellung dieses Typus geistige Behinderung kommt, nämlich hin zu Menschen, die in stark institutionalisierten Kontexten sozialisiert wurden. Also damit verbunden die Frage, ob man durch diese vermiedene, explizite Diskussion dessen, was man unter geistige Behinderung, Lernschwierigkeit versteht, ob man damit vielleicht riskiert, nicht über den existierenden Ist-Zustand hinauszukommen. Und ob man so überhaupt, ob so neues Wissen entstehen kann und ob auf die Art die leichte Sprache ihren emanzipatorischen Anspruch eigentlich gerecht werden kann und so ein neues Bild von Lernschwierigkeiten oder von Menschen mit Lernschwierigkeiten durchzusetzen, genau. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch, dass ich meine vorläufigen Theoriekonstruktionen mal an euch ausprobieren durfte und freue mich auf gemeinsames Diskutieren und Weiterdenken. Vielen Dank.